Hallihallöchen, da bin ich schon wieder. Und was soll ich euch sagen? Es ist schon wieder ein Update. Ja, ich weiß, das ist ganz schön langweilig. Aber es tut mir leid, das Update für April muss auch sein. Und ja, einmal kurz vorweg, ich habe bei Facebook bei einem Gewinnspiel mitgemacht. Und zwar bei German Otaku. Ja, richtig. Die haben nämlich eine DVD-Box und eine Blu-ray-Box verlost, also jeweils eine. Und ich habe die DVD-Box gewonnen. Oh Gott, ihr wisst gar nicht, wie ich mich gefreut habe. Und ich habe es auch nur durch einen doofen Zufall gesehen, weil ich hatte ja kein Internet. Also ich habe jetzt seit dieser Woche Dienstag, habe ich glaube ich Internet. Oh Gott. Und ich saß auf der Couch und habe gesehen, oh, die Gewinner stehen bekannt. Lasst uns doch mal die dummen Kommentare lesen. Und dann bin ich da an dumme Kommentare lesen und überfliegt da so den Text. Und dann, was? Da stand da ernsthaft mein Name. Ich war ein bisschen baff. Naja, so viel drumherum. Und zwar habe ich gewonnen die nette DVD-Box zu Psycho-Pass. Ich wollte sie mir sowieso kaufen. Und da mein Umzug allerdings teurer war wie eigentlich geplant, musste das ein oder andere erstmal zurückstecken. Und ja, die zweite Box ist, glaube ich, auch schon draußen. Aber hier habe ich das erste gute Sahne-Schnittchen-Stück. Ich freue mich schon. Der sieht verdammt lecker aus. Ja, ich habe es noch nicht gesehen. Ich glaube, ich warte echt noch, bis ich die zweite oder vielleicht auch die dritte Box habe und dann tasten ich und meine Freundin uns da langsam ran. Und ja, dann war noch ein, da oben steht meine Adresse auch drauf, das kann ich euch nicht zeigen. Aber hier war noch eine ganz nette, süße Zeichnung mit dabei. Ist das nicht schön? Ja, Gott, ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel. Gewinnspiele sind was Tolles. Und apropos Gewinnspiele. Mein Gewinnspiel läuft ja immer noch und ich habe jetzt schon über 40 Einsendungen bekommen. Also über 40 Leute haben mir geschrieben, wieso, weshalb gerade ausgerechnet sie das oder das haben wollen. Und ich habe auch schon für jeden Gewinn Minimum drei Interessenten, sage ich das jetzt mal so. Drei Teilnehmer. Und oh, es sind auch einige sehr, 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 sehr tolle E-Mails angekommen. Und ich habe mir da schon so ein paar rauserkoren. Was aber nicht heißt, dass ihr keine Chance mehr habt. Also ich ändere meine Meinung ziemlich schnell. Also ich habe einen großen Zettel. Da ist in Listen aufgeteilt, welche gewinnen und die ganzen Namen. Und in jeder Liste sind Minimum 8 ein umgekringelt, sag ich mal. Und zwischen denen muss ich mich dann später entscheiden. Das fällt mir, glaube ich, jetzt. Das wird mir so schwer fallen. Aber gut. Ja, was wollte ich noch erzählen? Genau, nächste Woche erwartet euch meine Wohnungstour. Wie auch immer ich das sagen soll. Also ich werde euch meine Wohnung zeigen und ich werde euch mal meine Katzen vorstellen, weil das gewünscht wurde. Und ja, ich glaube, die sind damit einverstanden. Ich habe sie nicht gefragt. Ich gehe mal davon aus. Die eine ist sowieso ein Wunder, dass sie jetzt nicht gerade vor der Kamera sitzt. Also, ne? Und ja, was wollte ich noch? Ach ja. Ich habe wahnsinnige 550 Abonnenten. Mein Gewinnspiel für meine 500 Abonnenten, das läuft noch und es sind schon wieder 50 dazugekommen. Ihr seid der Hammer. Ein riesen, riesen, riesengroßes Dankeschön dafür. Oh Gott, ich weiß gar nicht. Oh. Ich bin total hin und weg. Oh Gott. Und irgendwas wollte ich noch erwähnen. Richtig, das Video nächste Woche. Das ist mein 100. Video. Ich weiß nicht, ich habe mir gedacht, ich erwähne das einfach mal. Gut,
Und dann fangen wir jetzt auch endlich mit dem Update an. Und zwar mit KZ. Und ja. Und da beginnen wir mal mit Magie, The Labyrinth of Magic, Band 7. Und in dem ganzen Umzugskauderwelsch und weiß der Schinder was, ist mir entweder dieser eine Band hier verloren gegangen oder ich habe ihn nie gekauft. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass mir Magi, The Labyrinth of Magic Band 5 noch fehlt. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich ihn gekauft habe, aber vielleicht war ich mir auch unsicher im Laden und habe ihn wieder zurückgestellt. Das mache ich öfter mal, wenn ich mein kleines Heftchen nicht mit habe. Ich habe nämlich so ein kleines Heftchen, wo ich alles reinschreibe, was ich mir noch kaufe. Und wenn ich es gekauft habe, streiche ich es halt durch. Und ja, es kann sein, dass ich es nicht mit hatte. Da schleicht sich die Kamera geile Katze vorbei und setzt sich ernsthaft auf den Teppichfleck. Prinz! Puck, Puck, geh weg! Das interessiert dich gar nicht, ne? Toll. Weiter geht es mit Heimliche Blicke Band 7, der wieder sehr, sehr, sehr lecker war. Ich freue mich schon auf Band 8. Und eine Neuheit von KZ. Und zwar Daytime Shooting Star Band 1. So ist ja eine Neuheit. Und ja, was soll ich dazu groß sagen? Ist ein sehr, sehr schöner Romance-Manga und ich freue mich echt auf Band 2. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich euch da groß zu sagen soll. Ich freue mich einfach auf Band 2. Ich fand den toll. Ich weiß gar nicht, ob meine Kamera sowas schafft, dass man das dann lesen könnte. Wahrscheinlich nicht. Wahaha. Weiter machen wir mit Egmont. Egmont, da sind ja auch so ein paar Neuheiten. Ja, ich weiß, das klingt bescheuert, aber ich sag das jetzt einfach so. Rausgekommen. Und das war zum einen Sukuya oder so ähnlich. Ich habe den schon gelesen. Ich muss sagen, dass mir die Zeichnungen wahnsinnig gut gefallen haben. Ich zeige mal hier vorne die Farbseite, die ist echt schön. Und storytechnisch ist er ganz interessant, aber ich bin noch nicht so richtig warm geworden mit der Story. Vielleicht ändert sich das mit Band 2. Ich glaube, es ist als Romance deklariert. Also ich lasse mich da noch mal ein bisschen überraschen. Also so ganz warm bin ich mit der Reihe noch nicht, aber ich meine, das ist auch erst der erste Band. Man kann nicht überall hin und weg und von den Socken sein, wie von anderen Dingen, die ich euch später noch zeige. Und ja, also ich freue mich auf Band 2. Ich lasse mich da ganz überraschen. Und ja, dann ist ja noch rausgekommen Sankaria Band 1. Ein Comedy-Manga. Mit, ja, ich weiß. Ach Gott. Ich fand es sehr witzig. Also, es ist auf jeden Fall etwas für Comedy- und Zombie-Fans und vielleicht ein Hauch von Romance. Man weiß es noch nicht. Ich würde jetzt mal vermuten, dass es dazu ein Anime gibt. Aber da ich es nicht weiß, will ich hier jetzt keine Äußerungen. Keine genauen Äußerungen von mir geben. Und dann ein Band, der mich positiv überrascht hat, muss ich sagen. Und zwar ist das die Sackprinzessin. Ich muss sagen, als ich mir den Klappentext hindurch gelesen habe, war ich etwas, ja, irritiert und verwirrt, weil ich mit dieser einen Sache nicht gerechnet habe, dass die zwei guten Hauptpersonen da oder die zwei, um die es geht, oder eigentlich sind es auch drei, aber es ist auch egal, von einem dunklen Einhorn angegriffen werden. Also angegriffen werden nur zwei. Und ja,
ein dunkles Einhorn. Das fand ich sehr amüsant. Ich weiß nicht wieso. Als ich das durchgelesen habe, ich habe mich so in die Ecke gefeiert und Gott sei Dank hat das keiner gesehen. Die Zeichnungen finde ich auch gut. Die können sich sehen lassen. Meine Katze macht komische Sachen. Kann man sich jetzt nicht beklagen oder beschweren? Ich finde sie echt gut. Und ja. Storytechnisch und so kann ich das denen ans Herz legen, die so ein bisschen auf Fantasy, Science Fiction, hat ein paar Comedy-Elemente. Und ja, einfach mal reinschauen. Meiner Meinung nach lohnt sich der. Meine Meinung. Zählt meine Meinung überhaupt? So, weiter geht es mit ein bisschen Romance. Wir machen erstmal ein bisschen Romance. Und zwar haben wir hier zweimal Ima Toyama. Und zwar einmal hier XX Mi-Band 12, den ich noch nicht gelesen habe. Genauso wenig wie Kamikami Kaeshi Band 3. Mit Kamikami Kaeshi weiß ich ja immer noch nicht. Ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. Mal gucken, wie das in Band 3 so wird. Und ja, XX Mi. Da ist ja beim letzten Mal dieser Kum, der Bruder von Dings aufgetaucht. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Obwohl ich nicht weiß, ob ich den jetzt schon lese, weil wer weiß, wann Band 13 rauskommt. Immer diese Qual der Wahl. Wann lese ich was? Ich meine, ich habe noch genug anderes zum Lesen. So ist es nicht. Und ja. Dann geht es weiter mit einem Abschlussband. Und zwar Schwur der Zeit, Band 4. Ich war nicht ganz so zufrieden mit dem Ende. Punkt. ja. Ich war halt nicht ganz so. Ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie was anderes erwartet. Und daneben lege ich einfach mal 360 Grad Band 4. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon gelesen habe. Ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Weiter mit Love Decay Band 13, den ich hundertprozentig noch nicht gelesen habe, weil ich keine Zeit hatte. Nein, weil ich eigentlich versucht habe, die ganzen neuen Neuheiten zu lesen. Aber ich habe nicht alle geschafft. Ich glaube, eine ist auf der Strecke geblieben. Und ja, weiter geht es mit Detektiv Conan Band 79. Oh. 79. Wir sind schon bei 79 Bänden. Das ist so krass. Aber ich muss ja sagen, in letzter Zeit gefällt es mir wieder richtig, richtig gut. Die 79 habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber ich lasse mich überraschen. Ich denke mal, dass wir noch ganz viel Freude an Detektiv Conan haben werden. Wo schmeißen wir das hin da? Und was ich mir selbstverständlich auch wieder gekauft habe und ich wahnsinnig gespannt bin, wie das Ganze weitergeht, ist The Sacred Blacksmith Band 8. Oh Gott, ich liebe diese Reihe. Ja. Ich finde sie immer noch hammer, hammer toll. Und was auch auf meine Liste gewandert ist, Liar Game Band 7 schon. Ich bin gespannt. Ich habe ja echt gedacht, dass das mit der Zeit langweilig werden wird, wenn das immer nur darum geht. Aber ich bin jedes Mal so gefesselt von jedem weiteren Band. Das ist der Hammer. Das ist so gut gemacht. Ich bin gespannt. Habe ich auch noch nicht gelesen. So viel Platz und trotzdem weiß ich nicht, wo ich es hinlegen soll. Ach ja. Jo, wir machen weiter mit Carlsen. Bei Carlsen ist ja ein
ein Abschlussband rausgekommen. Ich war gerade verwirrt. Und zwar March Story Band 5. Und es war ein toller Abschlussband. Und wo ich jetzt gerade March Story in der Hand habe, muss ich nochmal aufstehen. Oh. Wo habe ich sie hingestellt? Und zwar gibt es ja was Neues. Und zwar Area D, was ich ja in meinem anderen Update hatte, aber ich hatte es zu dem Zeitpunkt noch nicht gelesen. Und jetzt habe ich es gelesen und es ist der Hammer. Ich meine, ich habe nichts anderes erwartet, aber nein, ich habe wirklich nichts anderes erwartet und wollte ihn eigentlich auch aufheben, bis ich den zweiten Band habe. Und ja, hat sehr gut funktioniert, wie ihr sehen könnt. Und ja, kann ich nur wärmstens empfehlen. Alle beide. Und ich meine, March Story ist schon mit 5 Bänden abgeschlossen. Das ist eine schöne, tolle und so wunderschön gezeichnet. Ich will hier kein irgendwas. Ich meine, es ist ja immerhin der Abschlussband, aber gibt es hier trotzdem mal ein tolles, schönes. Ich würde sagen, es ist doch zu viel Licht. Ich habe mir nämlich extra noch eine kleine Lampe hergeholt, weil ja, ich mir nicht sicher war, ob das andere Licht ausreicht. Ja. Und ja, wie gesagt, den hier kann ich nur wärmstens empfehlen. Oh, für alle, die auf Action und überhaupt. Ich finde es einfach nur Hammer. Hammer! Und weiter geht es mit Soul Eater Not Band 2, wo ich nicht viel zu sagen kann, da ich ihn noch nicht gelesen habe. Ist gestern erst mit der Post angekommen. Genauso wie Blast of Tempest, aber ich habe auch noch nicht Band 2 gelesen und das hier schon Band 3. Und ja, ich hänge ein bisschen hinterher und das, obwohl ich den ersten so wahnsinnig gut fand. Aber ja, was soll ich euch sagen? So ein Umzug hält einen auf, Sachen zu lesen, generell irgendwas zu tun. Also, was zu tun, was nicht mit dem Umzug zu tun hat. Oh, ja, vergesst das. Dann habe ich was Schönes und zwar Fairy Tail Band 2 und 30. Ja, ich freue mich. Habe ich auch noch nicht gelesen. Schande über mich. Genauso wenig wie Venus vs. Virus Band 6 und ich glaube, ich habe die 5 auch noch nicht gelesen. Was soll man dazu noch sagen? Nein, habe ich noch nicht. Es steht nur bis Band 4 im Regal. Schande über mich, Schande über mich. Dann wieder eine Sahneschnitte. Alle müssen sich den Manga kaufen. Nein, ich kann keinen zwingen. Und zwar Noragami Band 7. Ich freue mich schon so aufs Lesen. Wackel. Und weiter geht es mit Sprite Band 2, den ersten fand ich recht gut. Ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Und ja, mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Dum dum. Richtig schlecht. So. Weiter mit. Oh. Devil and Realist Band 5. Wo ich auch mit dem Lesen, also ich könnte den quasi lesen. Ich bin auf dem aktuellen Stand mit dem Lesen. Das ist schon mal viel wert. Und einen, den ich mir gekauft habe, der aber schon ein bisschen gelitten hat, weil ich es im Laden nicht gesehen habe, ist Kiss of Rose Princess Band 8. Könnt ihr das sehen? Es ist total zertrümmert. Und ja, ich habe es nicht gesehen, weil es so an, so und wenn man da so gegenkommt. Ah! Ich hasse das. Ich hasse das. Und wieder eine ganz, ganz schöne Farbseite. Sehr schön. Ich freue mich so aufs Lesen.
Den machen wir zum Schluss. Der passt nicht zu dem Rest. Weiter geht es mit Black Butler Band 14? 13? Was ist das überhaupt? Oh Gott. Ich glaube, es ist die 14. Oh, ich und römische Zahlen. Und Pandora als Band 18. Ja, ich habe die 17 noch nicht gelesen und den habe ich auch, also der davor war, ich schätze mal, es war die 13 und das hier ist, glaube ich, die 14. Habe ich auch noch nicht gelesen. Ja. Ich gehe gleich in die Ecke und schäme mich. So, dann einen, den ich dann schon gelesen habe. Allerdings schon auf der MCC, also in Leipzig am Carlsenstand, habe ich den komplett durchgeschmökert, weil ich es nicht abwarten konnte. Und ja, da ich ja gesagt habe, ich kaufe mir keine Neuheiten, weil ich sie auch bei mir kaufen kann, habe ich eisern durchgehalten und ihn einfach da am Stand gelesen. Und zwar rede ich von Henflower Band 4. Oh Gott. Und ich, wenn ich mich nicht recht irre, ist Band 5 der letzte, aber ich will mich da jetzt auch nicht so drauf versteifen. Ich glaube, das irgendwo gelesen zu haben. Ja. Und dann sind wir schon bei Tokyo Pop. Schwupp, so schnell geht das. Ist ja der Hammer. Und da kommt her. Fange ich mal mit den etwas größeren Varianten an. Zum einen ist das Mädchen am Strand Band 2, den ich auch schon gelesen habe. Und soweit fand ich ihn auch ganz gut. Ich weiß nur nicht so richtig, was mir das Ende sagen soll. Also, was der Sinn hinter dem Ende ist. Wisst ihr, was ich meine? Ach Gott. Sonst habe ich die Werke von Inoue Asano immer, weiß ich nicht, die haben einen irgendwie immer was mit auf den Weg gegeben. Ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll. Also Solanin und das Feld des Regenbogens, das war immer so, das hat was mitgegeben. Und bei Mädchen am Strand habe ich das gelesen und mich gefragt, was soll mir dieses Ende jetzt sagen? Ja. Wenn ihr mir das sagen könnt, dann schreibt das doch einfach mal in die Kommentare. Ich werde die Reihe die zwei Bände auf jeden Fall nochmal lesen. Vielleicht verstehe ich es, also weiß ich dann, was mir das Ende sagen soll. Oder ich stehe auf dem Schlauch. Ja, dabei belassen wir das. Und dann ist es ja endlich, ich habe es noch nicht gelesen, ich konnte noch nicht, aber ich werde bald. Schmacht, Sabba. ist rausgekommen, In These Words, Band 2, selbstverständlich auch in der Perfect Edition. Oh, ich liebe das, wenn das so in Hardcover-Format rauskommt und die Zeichnungen auch noch toll sind und die Story stimmt und... Und ja, hier ist ja wieder so wunderschöne, oh ja, nom 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 nom. Ich ärgere mich so, dass ich nicht auf der Konichi war und mir ein Autogramm holen konnte. Aber gut, man kann nicht alles haben. So, da muss man durch. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwas kommt, was ihr nicht sehen solltet. Ich liebe dieses Artwork so abgöttisch und ich freue mich schon so aufs Lesen. Ich hoffe, ich habe da demnächst auch mal wieder Zeit für. Ist hier mal was Nettes? Da hat die Kamera schlapp gemacht. Aber das kennt ihr ja mittlerweile schon. Was soll ich dazu sagen? Und ja. Ah!
Also, ich kann einfach nur sagen, dass ich das Artwork so liebe. Es ist so schön. Es ist so traumhaft schön. Nein, da passiert nichts. Ich habe ja eben quasi das Ganze durchblättert. Also, da sollte ich mindestens 2, 3 Seiten gefunden haben, wo nichts passiert. Ach Gott. So, dann habe ich endlich bekommen, ich habe ihn mir allerdings im Internet bestellt, weil in meinem Mangaladen war er schon wieder nicht da und wenn ich da was bestelle, dann dauert das so lange und da ich jetzt ein bisschen weiter weg wohne, also fahre ich halt nur noch einmal im Monat hin und wenn er dann 2-mal nicht da war oder 1-mal und ich habe einmal eine Freundin vorbeigeschickt und er war nicht da, habe ich mir gesagt, okay, dann bestelle ich mir die fehlenden halt im Internet. Und das war unter anderem Deadman Wonderland Band 6. Ach so, es hat übrigens einer bei Carlsen gefehlt. Oh Gott, Entschuldigung. Und zwar ist das Secret Service der neueste. Der 6. ist das, glaube ich. Der fehlt mir. Den hatte ich bestellungstechnisch irgendwie nicht so richtig auf dem Zettel. Oh. Dabei liebe ich die Reihe so. Alles nur, weil meine Liste nicht gestimmt hat, habe ich ihn nicht bestellt. Oh, richtig schlecht. Ja, zurück zu Deadman Wonderland Band 6. Ich freue mich wahnsinnig aufs Lesen. Und der 7. ist dann ja auch dann der letzte. Deswegen werde ich, glaube ich, warten, bis der 7. da ist. Weil ich die Befürchtung habe, dass der 6. sehr spannend enden wird. Dun, 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 dun. Die Erkenntnis oder so. Meine Katzen machen Terror. Ich ignoriere das jetzt. Weiter geht es mit Bleach Band 60. Es ist so krass. Band 60. Das kommt schon fast an Conan ran. Und jetzt ist der Akku meiner Kamera fast leer. Jetzt müssen wir uns auch noch beeilen. Weiter geht es mit Brynhilde in the Darkness, Band 3. Freue ich mich auch schon drauf. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, gibt es dazu jetzt einen Anime. Aber auch nur, wenn das richtig zu mir durchgesickert ist. Ja. Und in einem wunderschönen Grün, Servant Band 4. Sehr schön. Weiter geht es mit Beelzebub Band 21. Mit einem Weihnachtsbaum. Mitten, Ende April. Mitten im April, richtig. Mhm. Ach Gott, ich sabbel so ein Blödsinn. Und schwupp, Switch Girl Band 22. Und hier in diesem Band sind hinten, es gab, das ist schon etwas länger her, ein Gewinnspiel. Naja, ja doch, ein Zeichenwettbewerb. Und hier sind die Gewinner abgedruckt. Meins ist nicht dabei. Aber es macht nichts. Ich meine, es haben wahnsinnig, wahnsinnig viele Leute mitgemacht. Hier war ein Bild drin, wo sie alle Bilder auf den Boden gelegt hat. Und irgendwo ist bestimmt auch meins. Ja. Und dann kommen wir auch schon so ganz, ganz, ganz viel Romance. Und das eine ist Ami und Yuki, die Wolfskinder Band 2. Ich glaube, der ist eigentlich letzten Monat rausgekommen, aber ich habe ihn nicht bekommen. Prinz Snowy! Mann! Machen so einen Krach. Und weiter geht es mit einem weiteren Abschlussband, und zwar Kreidetage Band 4. Und ich war super zufrieden mit dem Ende. Nachdem ich bei Blau wie Himmel, Meer und Liebe enttäuscht wurde, wurde ich bei Kreidetage wieder belohnt. Das finde ich sehr schön. Und jetzt kommt ganz viel, was ich noch nicht gelesen habe. Das heißt, ich habe auch nicht viel zu erzählen, deswegen schaffen wir das wahrscheinlich noch, bevor die Kamera vollends abkackt. Zum einen werde das Drop Edge Band 8. Schwupp, auch eine tolle Reihe. So, für die Romance-Fans. So nebenbei. Genauso wie Kami-sama Kiss Band 11. Oh, Kami-sama Kiss ist toll.
Genau wie Soldier. Aber Kamisama Kiss, ich weiß gar nicht, den haben glaube ich gar nicht so viele. Der ist echt toll, da kann man ruhig mal reinblättern. Ja, Sugar Soldier ist auch toll. Ich freue mich auf den fünften Band. Ich freue mich. Ich freue mich eigentlich immer auf alle Bände. Weiter geht es mit einem Knick im Cover und Endband 3. Ich glaube, die Reihe ist mit fünf Bänden schon abgeschlossen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich lese das immer irgendwo, weiß nicht wo und erzähle euch das. Sehr zuverlässig, oder? Weiter geht das mit Peace, Erinnerung an eine fremde Band 7. Ich bin so mega gespannt. Ich glaube, den lese ich gleich, wie das weitergeht. Oh, ich finde die Reihe richtig gut. Das musste ich mal erwähnen. Und zum Abschluss nochmal eine neue Neuheit, und zwar die, die übrig geblieben ist, die, die ich nicht geschafft habe, bis heute zu lesen, um euch was darüber zu erzählen. Aber was ich euch sagen kann, ist, dass meine Freundin den gelesen hat und sie war begeistert. Andererseits ist sie von allen ihrer Werke begeistert. Und zwar rede ich von My Magic Fridays von Arina Tanemura und ja. Das ist die Lieblingszeichnerin von meiner besten Freundin, also die Lieblingsmangaka. Also, sie kann gar nichts anderes behaupten, als zu sagen, dass der toll ist. Ich muss mich erst noch selbst überzeugen. Weil Prinzessin Sakura fand ich nämlich nicht so doll. Mein Lieblingsmanga von Arina ist Full Moon. Der ist toll. Und ja, genug umhergespinstet hier. Wir sehen, hören uns dann nächste Woche bei meiner Wohnungstour oder wie ich das auch immer nennen soll. Und ja, bis dahin, tschüss!